Also willkommen zu meinem dritten Tutorial für die Alpha SDK. Heute machen wir was ganz Simples. Und zwar lassen wir ein Label einmal ausgeschaltet an sein und einmal unsichtbar mit deinem UI-Switch. Dafür öffnen wir einfach mal Xcode und das sieht man schon, habe ich es mal getestet vorhin. Ja, da eine Window-Based Application. Das ist bei mir. Für das Archiv 3. Hello World 3. So. Jetzt machen wir das ein bisschen größer gegen die Header-File von der App Delegate. Und jetzt kommen dort 3 Area Outlets rein. Your Label 1. Area Outlet. Your Label. Label 2 und noch UI Switch mit dem Namen My Switch. Ich benutze den Namen My Switch, weil Switch eine eigene Funktion ist schon, was dann eventuell nicht gefressen wird vom Programm. Und jetzt heißt die Funktion Switch to Enable. Jetzt machen wir das Ganze in der Main-Menü. Machen wir Level 1. Level 2. So. Level 1. Level 2. So. Dann verlinken wir den wieder. Und wenn ihr meine ersten Tutorials gesehen habt, dann wisst ihr auch, wie man die ersten Funktionen und so alles macht. Das wird jetzt einfach gespeichert. Ist geschlossen. Das wird hier die Funktion hinzugefügt. Action. Also was hier ist, Switch 2. Enable. Das heißt, Switch zum Aktivieren. Und jetzt kommt der If. Und zwar If my switch on, und wenn das so ist, das true, ist das wahr, ist das on, dass das on ist, dann ist Level 1 Alpha gleich 1 und Level 2 that enabled und true. Seht ihr nachher, für was wichtig ist. Und jetzt hier else Level 1 Alpha, ja, Alpha gleich 0 und Level 2 set Level false. Ganz einfach. Wenn ich alles richtig gemacht habe, sollte es jetzt funktionieren. Ja, Punktstrich nicht vergessen. Und Klammer zu. So. Jetzt funktioniert's. So. Das erste wird jetzt mit Alpha unsichtbar gesetzt. Das zweite wird deaktiviert. Und das wird so. Das wird so. Also wirklich ganz einfach. Einfach nachzumachen. Kein Problem. Danke, das war's jetzt schon. Also, tschüss.